Ja, und damit ein großes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde. Ja, wie ihr hört, ich bin noch erkältet. Dazu aber später mehr. Lasst erstmal alle gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und heute geht's in der 7. Etappe von Bad Windsheim nach Dinkelsbuhl, Sinnbronn. Ja. So, und zwar geht's erstmal von... Ah ja, Rothenburg, ob der Tauber. Nicht auf der Tauber. Okay, weil dort war ich schon mal gewesen. Starten Sie vom Flugplatz Bad Windsheim und schlagen Sie einen Kurs nach Südwesten ein. Schon bald befinden Sie sich über Rothenburg ob der Tauber. Rothenburg auf der berühmten romantischen Straße durch Bayern gelegen gilt als eine der am besten erhaltensten mittelalterlichen Städte der Welt und ist eine von nur drei Städten in Deutschland, deren Stadtmauer vollständig erhalten ist. Ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Rothenburg ob der Tauber war ich schon mal gewesen. Echt schön. Ja, das ist dann unser erster Flug, Zwischenhalt. Entschuldigung, Leute, wenn ich noch ein bisschen mehr verpeilter bin als sonst, aber ich bin noch ziemlich erkältet, wie man es wahrscheinlich hört. Ja, dazu gleich mehr. Wir heben erstmal ab. Die 7. Etappe ist relativ kurz mit 11 Minuten ungefähr. Dauert ganz schön lange, bis wir hier Speed aufnehmen. Ah, jetzt passt. So, Landeklappen eingefahren. Und dann müssen wir auch nach rechts oder nach links. Aber, boah, wir fliegen nach rechts. Ja, und während wir uns drehen, erzähle ich meine Krankheitsgeschichte. Heute ist der 28.12. Und bei mir ging es am Heiligabend schon los. Da hatte ich schon gemerkt, dass ich so ein komisches Gefühl im Hals habe. Nicht direkt Halskratzer, aber so ein trockenes... Ja, so ein trockenes Gefühl hatte ich im Hals gehabt. Und... Ja, am ersten, also es fing abends an und am ersten Weihnachtsfeiertag hat es mich dann völlig ausgenockt. Zum Glück das Fieber nicht allzu hoch, aber bei mir ist immer halt das Problem, dass ich halt Fieber bekomme. Oder, ja, erhöhte Temperatur, 38 Grad. Da war es sogar noch höher. Aber war nicht so schön gewesen. Ich weiß auch nicht, was es direkt war. Ob es eventuell Corona war oder halt die Grippe, die momentan so rumgeht. Weil, es war komisch. Es hat sich keine richtigen Halsschmerzen. Dann hat sich schon von Anfang an immer so ein bisschen gelöst. Natürlich, je weiter die Krankheit voranschreitet oder je älter, ja, umso länger man krank ist, umso mehr löst sich ja das Ganze. Aber wo sind wir denn hier? Okay, kann ich mich gar nicht dran orientieren. Ah doch, hier. Ja, auf jeden Fall geht's mir mittlerweile wieder besser. Hab gestern richtig reingehauen, also Essen ist ja auch immer so eine schwierige Sache. Aber für einen Livestream reicht es aktuell halt noch nicht. Weil das Sprechen strengt halt schon auch an. Dann der Husten... Schnupfen halt so gut wie gar nicht.
normalerweise, wenn ich krank bin, fängt es halt mit Halsschmerzen an. Dann geht's weiter mit Schnupfen, Husten eher selten und halt Fieber. Ja. Nee, doch, dorthin. Aber ich frage mich, wo denn hier die Rotenburg sich befindet. Auf jeden Fall kann ich das wärmstens empfehlen, die Rotenburg. Wo ist jetzt das Flugzeug? Ja, dementsprechend war Weihnachten nicht so geil, weil ich größtenteils im Bett lag. Zu Oma und Opa sind wir dann nicht. Können wir nachholen. Ja, eigentlich gestern zu heute sollte auch meine Freundin bei mir schlafen, fällt auch flach, beziehungsweise wollten essen gehen. Dazu fühle ich mich einfach noch nicht in der Lage. Naja. Ja, ist schon blöd, gerade wenn man Urlaub hat. Dass man dann krank ist. Und hier muss es irgendwo sein. Eigentlich sind ja immer Burgen auf Bergen. Aber es ist ja eher so eine mittelalterliche Stadt auch, könnte vielleicht das hier sein. So, peilen wir den nächsten Punkt an. Schillingsfürst, bestimmt nicht Fürst. Schlagen Sie einen Kurs nach Süd-Südosten ein, nach etwas mehr als 12 Kilometer überfliegen die Schillingsfürst, ja, sage ich ja, in eine bemerkenswerte Stadt in Westbayern, die ebenfalls Teil der romantischen Straße ist. Jo, 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 machen wir. Da müssen wir schon fast drüber wegfliegen. Hier bestimmt. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich nun diese eine Folge jetzt aufnehme. Weil, wie gesagt, so richtig wohl fühle ich mich halt nicht. Gut, lesen wir den nächsten Punkt vor. Fruchtwangen. Wenige Minuten hinter Schillingsfürst erreichen Sie Fruchtwangen, das seine Geschichte bis zu einem Benedikter Kloster zurückverfolgen kann, das erstmals im Jahr 1818 oder 1819 in historischen Urkunden Erwähnung findet. Mensch, Leute, es tut mir so leid, dass ich nicht lesen kann heute. Das fällt mir halt auch echt schwer, sich zu konzentrieren. Lesen wir gleich weiter, weil wir sind ja schon fast da. Südlich von Fruchtwangen kommen sie an einer weiteren Stadt der romantischen Straße vorbei, Dinkelsbühl, einst Reichsstadt des Heiligen Römischen Reichs, liegt im Südosten der Frankenhöhe an der Wörnitz. Und dann Dinkelsbuhl-Simbronn. Drehen Sie nach links ab und landen Sie auf dem Flugplatz. Oh, auch schon wieder hier so eine Rumpel-Landebahn. Hier eigentlich schon fast aufs Landen vorbereiten.
Ja, leider weiß ich nicht, wie wir landen müssen. Also wo sich die Landebahn wieder mal befindet. River habe ich schon so gut vorproduziert, dass es bis zum 2. Januar reicht, dass ich dann nochmal aufnehmen kann am Wochenende, wenn es mir, denke ich mal, noch ein Stück besser geht. Wird ja von Tag zu Tag besser. Aber die Stimme, die ist schon echt krass. Kaum wieder zu erkennen. Aber ich bin es wirklich. Nee, wird die einzige Folge sein, die ich heute aufnehme. Oh, ich kriege schon Hunger, Leute. Elf ist es ungefähr. Ich habe auch gestern richtig hingehauen. Genau so einen Hunger bekommen abends. Meine Freundin war ja da und bin. Ja, als sie gegangen ist, habe ich den Rinn gehauen. Jetzt muss ich bloß mal ein bisschen aufpassen mit der Höhe. Mal sehen, ob wir den gleich finden, den Flugplatz. Ah, ich glaube, ich sehe ihn, oder? Wir überfliegen erstmal. Ah, nee, ist Straße. Okay. Hier müsste er sein. Ja, passt. Sieht auf jeden Fall besser aus als der Landeplatz zuvor. Nehmen wir mal die Landeklappenmaus.
oder die, ne, Räder. Machen wir einen kurzen Schwenker. Und dann landen wir. So, ich denke mal, das sollte passen. Machen wir nochmal den Flap auf Mittel. Weil meistens ist es ja so, durch die Drehung, dass wir dann auch an Höhe verlieren. Jetzt. Vorne ist er. Drückt die Daumen, Leute. Nein, ich wusste es. Wir waren zu steil. Gut, Leute, ich probiere es nochmal, sehen wir uns dann gleich nochmal wieder. So, Leute, mal sehen, ob es jetzt klappt. Ich muss bloß mal gucken. Jetzt habe ich mich erschrocken. Knie hat vibriert. Ja, hier drüben war so, glaube ich. Ja, hier. Muss richtig sein, oder? Aber verpeilt. Ist nicht rüber. Ja. Ah, das kann doch schon wieder nicht werden. Doch, passt. Na, sehr schön, Leute. Das hat doch beim zweiten Mal gut geklappt. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns dann mit der nächsten Folge wieder. Also, Leute, bis dahin und ciao.